Ich mache es kurz, in diesem Video geht es um den günstigsten 4K-Fernseher von Samsung, den GU43TU7199. Viel Spaß! Was kann man zum Aussehen sagen? Naja, es ist halt ein Fernseher, aber mit ziemlich dünnen Displayrändern und auch generell ziemlich dünn, sodass ich finde, dass der Fernseher im Zimmer extrem gut aussieht. Dieser Fernseher ist nicht nur der günstigste, sondern auch der kleinste 4K-Fernseher von Samsung. Mit einer Bilddiagonale von 43 Zoll bzw. 108 cm ist der Fernseher nicht wirklich riesig, aber locker groß genug für die meisten normal großen Schlafzimmer. Der Fernseher ist nicht curved oder so, sondern hat einfach ein ganz normales flaches Display, welches vom Crystal 4K Bildprozessor angetrieben wird. Ja, dieser Fernseher hat 4K, löst also mit 3840x2160 Pixeln auf, was bei einer eher kleinen Größe von 43 Zoll extrem scharf ist. Das Display nutzt die klassische LED-Technologie, also nicht OLED oder so. Schwarz ist also nicht wirkliches Schwarz und die Kontraste sind entsprechend weniger stark ausgeprägt, als es bei OLED der Fall ist. Dafür, dass wir aber kein OLED, sondern LED haben, sind die Schwarzwerte und Kontraste aber echt in Ordnung. Die Farben sind echt kräftig und leuchtend, wie man es von Samsung gewohnt ist. Und typisch für Samsung ist auch die makellose Verarbeitung, nicht nur des gesamten Fernsehers, sondern vor allem auch des Displays, bei dem ich keine Bildfehler wie Backlight Bleeding oder so feststellen konnte. Ich habe gelesen, dass bei einigen Modellen auch Screen Tearing auftreten kann, also quasi Risse im Bild. Das kann ich aber bei diesem Fernseher noch nicht so bestätigen. Dann ist noch zu erwähnen, dass der Fernseher auch verschiedene Bildmodi wie HLG, HDR10 und dynamisches HDR10 Plus unterstützt und mit einer Bildwiederholrate von standardmäßigen 60 Hertz ausgestattet ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass dieser Fernseher ein für Samsung typisch extrem gutes und vor allem scharfes LED-Display mit kräftigen und leuchtenden Farben hat, wodurch es einfach Spaß macht, sich auf diesem Fernseher Filme und Serien anzugucken. Die Einrichtung war auch echt einfach. Es gibt dazu die SmartThings App von Samsung, wo man das Gerät schnell und einfach einrichten kann und dann noch einige Einstellmöglichkeiten hat und in dieser App zum Beispiel auch das Smartphone als Fernbedienung benutzen kann. Der Fernseher selbst hat Smart-TV-Funktionen integriert und zum Beispiel auch WLAN natürlich, aber die generelle Bedienung ist nicht so flüssig, wie ich es mir wünschen würde und die Funktion auch eher begrenzt, weshalb ich doch immer empfehlen würde, sich einen Fire TV-Stick oder einen Apple TV dazu zu kaufen, da man dadurch einfach eine deutlich bessere Nutzungserfahrung und auch in der Regel deutlich mehr Funktionen und Features erhält. Im Fernseher ist aber auch der Sprachassistent Bixby integriert, von dem ich zugegebenermaßen nicht der allergrößte Fan bin. Und der Fernseher ist auch kompatibel mit Alexa-Hardware. Es gibt zum Beispiel auch dafür einen Skill in der Alexa-App, wodurch sich der Fernseher über die Echo-Geräte steuern lässt. Dann ist noch zu erwähnen, dass der Fernseher auch einen Game Enhancer hat, also einen Gaming-Modus, der Spiele flüssiger aussehen lässt. Und eine coole Funktion ist noch, dass man das Audiosignal des Fernsehers auch per Bluetooth zum Beispiel an eine Soundbar übertragen kann. Eine Soundbar ist bei diesem Fernseher aber gar nicht mal unbedingt nötig, denn der interne Sound ist schon echt solide, gar nicht flach oder so, also für in den Fernseher eingebaute Lautsprecher mehr als ausreichend. An Anschlüssen haben wir die üblichen, darunter zweimal HDMI, einmal USB-A und LAN. Und wenn man den Fernseher mit einer Wandhalterung befestigen möchte, dann ist gut zu wissen, dass der Fernseher mit dem gängigen WESA-Mount kompatibel ist. Also, was lässt sich abschließend zu dem Samsung GU43TU7199 sagen? Ja, das habe ich auswendig gelernt. Meiner Meinung nach hat dieser Fernseher ein schönes Design, ein tolles, farbenfrohes und vor allem scharfes LED-Display und echt soliden internen Sound und ist insgesamt einfach ein sehr gutes Gesamtpaket. Samsung zeigt mit diesem Gerät einfach, dass Displays eine ihrer großen Stärken sind. Also wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen, aber guten 4K-Fernseher seid, dann könnt ihr mit dem 43 Zoll Modell von Samsung eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn euch dieses Video geholfen und oder gefallen hat, dann könnt ihr es jetzt gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und auch diesen Kanal abonnieren, damit verpasst ihr keine weiteren Videos mehr und unterstützt diesen Kanal extrem. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.